Niki Thiem, Danish Dynamite heute auf Platz 1. Gerade eben wusstest du es noch nicht genau, hast du schon vielleicht geahnt, dass es heute soweit ist. Wie fühlt es sich an und wie war deine letzte Runde? Wie hat sich das im Auto auch angefühlt? Also war Wahnsinn, also Adrenalin pur. Also du bist so nervös, also alles kann ja passieren. Die letzten Minuten, das hat letztes Jahr gesehen, auf eine Stunde, wo es los hat, viel ausgeschieden ist. Und ich habe nur gehofft, dass es klappt und dass wir jetzt hier stehen und alle geschlagen haben bei einem der größten GT3-Rennen, das es gibt. Das ist unglaublich. Also ich kann alle bedanken und die ganze Mannschaft und die Fahrer, also perfekte Leistung gemacht. Ja, ich glaube, das ist jetzt schon dein drittes oder viertes 24-Stunden-Rennen und direkt auf dem SLS und dann direkt der Sieg, das muss sich doch auch großartig anfühlen. Ja, ich bin schon, wie gesagt, dreimal gefahren mit VW, aber war noch nie auf ein Siegerauto und jetzt dieses Jahr habe ich nur gehofft, dass es klappt und ich bin relativ spät zu die Truppe reingekommen und war sehr professionell alles, also hat mich sehr gut in Empfang genommen und die Fahrer, also perfekte Leistung, also mit so einem Auto und mit den Fahrern muss es um den Sieg kämpfen können und ich habe nur gehofft, dass es klappt und jetzt stehen wir hier und bin überglücklich. Das merkt man, wir wünschen Ihnen auch nochmal alles Gute und wünschen herzlichen Glückwunsch und feiert schön heute Abend. Okay.